Tja, was würde ich jetzt nicht alles für den... Oh nein. Oh, das ist ja Bullshit, dass das so weit hinten ist. Okay. Ja, was würde ich jetzt nicht für diesen Rocket 4, für den Resident Evil 4 Infinite Muni Rocket Launcher geben? Hör auf, mich zu beißen. Das ist scheißlich. Boah, das war knapp, hä? So, jetzt noch mal alles kurz abklappert, bevor ich abgeklappert habe. Nerv, nerv, nerv. Ja, was hat das verloren? Hier war doch irgendwas, aber es war leer, wenn ich mich recht erinnere. Hier kann ich nachher dieses Dingsies einsetzen. Oh, warte mal. Ich glaube. Scheiße, warte. Nee, das mache ich anders. Ich gehe zu dem Duke zurück und kaufe erstmal ein. Und zwar kaufe ich mir größeren, mehr Platz, mehr Inventarplatz, weil mir der jetzt schon ausgeht mit den Waffen. Und eventuell noch ein bisschen Muni. Kein Bock hier zu wipen ständig. Oder ich probiere es noch einmal. Wenn ich auch drauf gehe. Hey, vorher war das Flintenmunition. Ich hätte lieber Flintenmunition wieder. Wenn ich wieder drauf gehe, dann gehe ich zum Duke. Zu Duke Nukem. Balls of Steel. Das aber wegwerfen will, anstatt zu bewegen. So, wenn ich jetzt nicht aus dem Fenster geguckt habe, spawnt der Spaß doch nicht, oder? Bitte? Hier ist ja witzig. Okay, alles klar. Wäre natürlich episch, wenn die auch nicht spawnen würden, aber nein, die spawnen. So, jetzt habe ich nur 30 Schuss, aber ich brauche eigentlich. Brauche ich erste Hilfe. Munition, das ist eigentlich Bullshit. So, habe ich auch keine Flintenmunition. Ey, fuck, Mann. Das ist doch alles Bullshit. Und wenn ich einfach renne, zurückrenne und das Ding wieder vorschiebe. Das probiere ich. Das war hier. Also Geronimo muss ich einfach durchrennen. Und ich kann es nicht bewegen. Und ich kann es nicht bewegen. Und jetzt habe ich verkackt. Und jetzt habe ich aber übelst verkackt. Oh, fuck. Ups. Das war natürlich anders geplant.
Draußen ist noch einer. Oh, das, ich laufe auf eine Sackgasse zu, sehe ich gerade. No, ich kann. Habe ich keine Flintenmunition machen. Okay, ich hänge an irgendwas. Warum zum Teufel hänge ich an was? Denn da war doch nichts. Will ich mich trollen? Ja, okay, verpiss dich. So, wo war der Bastard jetzt? Ich bin nicht mal hier rausgekommen, weil ich den scheiß Weg nicht gefunden habe. Achso, ich muss da durch das dumme Tor da unten gehen, ne? So ein dummer Scheiß. Vorsicht, Alpha-Wände. Den check ich auch nicht. Was für Alpha-Wände? Ach so, wegen der unsichtbaren. Ach so, ja, okay, jetzt check ich's, da klar. Ja, echt so. Das ist ganz schön Bullshit. So, jetzt kaufe ich erstmal ein. Ich sollte ja eigentlich genug zu verkaufen und schon allein genug Geld haben. Also. Naturally. So, hier gehen wir jetzt mal auf Schätze und sagen, wir verkaufen einfach mal alles. Sollte ich das verkaufen, wenn es nur ein... Ah, ja, komm, Schuss drauf. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. Okay, cooler Tipp. Er gefällt mir doch. Ich feiere ihn. I've gotten some new stock. Aber ich finde es ein bisschen traurig, dass er nicht sagt, what you're buying, what you're selling. Schön Resident Evil 4 Style. So, hier kann ich nur die... Kann ich die hier aufwerten oder kann ich die... Was kann ich denn hier machen? Ich kann die schon aufwerten, ne? Sollte ich das tun? Macht man das hier in Resident Evil 8? Weiß ich nicht. Ah, da. Auf jeden Fall mal die... Congratulations. With this, you'll not worry about missing anything. Ich kann noch mal mehr kaufen. Was ist das? Fürs Gewehr. Erhöhtes Magazin für die Pistole. Das wäre natürlich auch ziemlich awesome. Hier kann man sich schon austoben, Mann. Aber ich weiß nicht, ob ich das Geld halt noch für irgendwas brauche. Also was ich jetzt auf jeden Fall mal kaufe, ist Flintmunition. Also für einen Schuss 1000, will ich mich trollen. Da kaufe ich doch keine Flintmunition, weißt du das? Ich muss aber. Ja, der Duke ist ein Halsabschneider, so wie ich das hier sehe. Nee, ich kann hier kann nicht so viel Geld ausgeben. Scheiße! Thank you for your purchase. Nehmen wir nochmal einen Healpot. Ah ja, okay, gut. Aber vom Platz her sieht es doch schon mal besser aus. Ich glaube, damit kann ich erstmal leben. Nur minimal, also puh. Ich weiß nicht. Der sieht für mich echt nach einem gierigen alten Sack aus. So. Da. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass ich da irgendwie gescheite Muni finde irgendwo. Falsch, oder? Bin ich richtig? Ich bin schon wieder vorbeigelaufen. Ja, klar, da muss ich doch hin. So, jetzt mal gucken, kann ich das hier wieder zurück... Ja, okay, ich muss nur rechts hin. Alles klar, ich könnte doch vorbei... Oh, fuck, den habe ich vergessen. Oh, den habe ich vergessen.
Kannst du doch stillhalten, du Pisskopf. Vorher lief das besser bei ihm. Na gut, vielleicht weil ich ihn jetzt auch komplett vergessen habe. Den Gutsten. Der war echt nichts, gell? Nur dieses komische Ding da. Keine Munition irgendwo, die ich übersehen habe und vorher aufgesammelt hatte. Na gut, kann er dann da wenigstens kann er da wenigstens Flintenmunition diesmal drin sein? War hier eigentlich was? Echt nirgends, komm, fuck you. Flintenmunition, geil. So, wenn ich nicht aus dem Fenster gucke, dann verliere ich auch nichts, oder? Aber zählt das vielleicht als Info, dieses Scheißding? Muss ich das angucken? Okay, ich kann es angucken, aber ich darf noch nicht aus dem Fenster schauen. Okay, ihr Drecksviecher. So, der Plan sieht jetzt wie folgt aus. Ich sprint jetzt trotzdem wieder zurück und gehe durch die Tür und versuche sie zuzuschieben. Und wird dabei wahrscheinlich sterben. Ich finde, das ist ein ganz guter Plan. Oh, die können da drüber. Oh, die können da drüber. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, jetzt haben sie mich aber richtig hart gefickt. Alles klar. Okay, ja, ihr seid richtige Hurensöhne. Richtige Bastarde. Oh fuck. Wer rechnet damit, Mann? Töte mich nicht. Boah, was für nette Mitbewohner, Mitmenschen, Mitlykaner. Puh. Ja, habe ich keinen umgebracht gehabt, oder? Dass ich noch irgendwas looten kann, nee. Okay, das war jetzt unerwartet. Dann ist mein Plan komplett nach hinten losgegangen. Halt, stopp. Halt, stopp. Ja, ich hab doch die scheiß Kordel. Nimm die scheiß Kordel, du Bastard. Wie wär's? Gut, dann nicht. Entschuldigung.
wie der Schnee sich nicht mitbewegt hat. Okay. Oh Gott! Alter Verwalter! Nicht cool. War niemals Jumpscares. Ach komm, jetzt ist da schon wieder so ein Bastard da oben. Ich will keine scheiß Lykaner mehr abschlachten. Beziehungsweise mich von denen abschlachten lassen, trifft's wohl eher. Guck mal auf die Viecher. Irgendjemand hat mir gesagt, ey, dieses Resident Evil 8, das ist eigentlich eher ein Shooter. Eigentlich nicht wirklich hier horrormäßig. Nein, nein. Ich vermisse die ganzen Jumpscares. Noch nicht ein einziger Jumpscare gewesen. Haha. Ja, dass ich mich fast regelmäßig einpiss. Hallo, ist er zu Hause? Wenn ja, dann gehe ich wieder. Oh, du dummes Schwein, du dummes. Alter, ich stech dich ab. Scheiß Schwein. Ja, nur Action-Shooter. Ah, na da guck nach. Ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Oh, jemand hat das Schwein ausgenommen. Ich weiß nicht. Kann ich echt nur so ein Mini-Fitzelchen Zoom verwenden? Das ist ziemlicher Bullshit. Oh oh, ich habe keine Muni mehr, merke ich gerade. Das ist sehr ungünstig. Überall knurrt und tut's und keine Ahnung, Mann. Können die sich einfach verpissen? Wofür brauche ich eigentlich das? Werfe ich das oder in welches Gerät kommt es denn rein? Keine Ahnung. So, erstmal Muni basteln. Chemikalien habe ich wie viele? Wo steht das? Zwei. Ich glaube, dann hole ich mir Flintenmuni. Das kann ich mir noch holen. Warum kann ich das nicht? Ach so, weil ich nur eins davon brauche. Das spare ich. Ach, da oben sehe ich es. Okay. Das sind wieder voll viele. Oh, daneben. Die schießt halt so langsam. Okay, wie wär's, wenn du einfach bloß deine dumme Fresse hältst?
Okay, nachladen. Und ich habe keine... Oh Gott sei Dank ist er tot. Und ich kann keine Munition, keine... Ach, scheiß doch die Wand an, Alter. Kraut fehlt, okay. Oh, ist das... Oh, danke, Kraut. So, dann ist ja wohl super, dass ich nicht mehr einen einzigen Schuss habe. Egal mit welcher Waffe, doch, also mit der Magnum habe ich noch. Aber das würde ich ja tatsächlich gerne vermeiden. Rohrbombe, naja, damit kann ich immer was anfangen. Okay, was zum Fick ist das? Alles klar. Granatenwerfergeschoss. Okay, gut. Dann kann ich das jetzt hier nicht verwenden, aber die Rohrbombe kann ich verwenden. Was zum Teufel bist du? Oh, und die sind auch noch schnell. Oh, ich habe gar keinen Bock auf dich. Aha. Wie soll ich den jetzt umbringen ohne irgendwas? Oh, warte, ich hab... Ach so, mit der Magnum. Soll ich echt die Magnum? Nee, ich hab... Ich hol Flintenmunition. Du bist ja ein ganz feiner Bursche. Du bist ja ein ganz hässliches Stück Sch... Okay. Wie er nicht mal zuckt. Junge! Was stimmt mit dir nicht? Das gibt's doch nicht, oder? Willst du mich trollen? Der stirbt nicht. 7 Schuss mit der Magnum und der lacht. Der lacht mir ins Gesicht. Wo muss ich hin? Er scheint nicht der Beste zu sein. Aber das bringt mir jetzt nicht viel. Ich habe nichts mehr, Alter. Ich habe null. Na, muss ich da hoch? Nein. Ich kann sowieso da drüber springen, ne? Doch nicht. Alter, was ist das? Verreckt er überhaupt? Ich kann nicht mein ganzes Geld hier zu verschwenden. See anything else?
Erhöht die Feuerrate, das ist mir aber eigentlich egal. Ich wollte gar nicht die Feuerrate, ich wollte irgendwie mal, ich wollte mehr Dampf haben. Können noch eine Rohrbombe holen. Please come again. Also wenn er nach den 5 Schuss jetzt nicht umkippt, dann weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Ich habe eigentlich keinen Bock, hier mein ganzes Geld für einen Gegner auszugeben. Und wenn ich jetzt über seinen Spawnpunkt raus bin und er wieder volles Leben hat, ist sowieso Kacke. Ich weiß gar nicht, ob das bei Resident Evil geht oder so funktioniert, aber. Echt jetzt, Mobs resetten echt live. Ich hab's befürchtet, okay. Oh fuck, Alter, erschreck mich nicht so. Du Drecksbastard. Ah. Aber anscheinend war ich noch nicht out of range. Der hatte zumindest mal kein Reset. Da kann ich mir nicht sagen, dass der resettet hat und ich einfach vorher nur absolut viel zu dumm war, um den umzubringen. Also das wäre, glaube ich, jetzt nicht. Was ist das denn? Aufmachen, nicht zumachen. Soll. Also, ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie es nicht tun. Sonst hätte ich jetzt richtig verkackt. Aha, bis auf weiteres kein Zutritt. Ist mir doch egal. Dietrich. Alter, kannst du mir Muni geben? Was will ich mit dem Dietrich jetzt? Ich brauche irgendwas zum Schießen. Kraut, ja gut, okay, live kann ich immer brauchen. Das stimmt schon. Und tschüss. Ich habe keine Muni. Nichts, null, nada, niente. Stopp, 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 stopp. Kann ich bitte... Ich kann nichts zum Heilen bauen. Kannst du mit irgendwas aufgehen, bitte? Irgendwas. Ist mir egal. Habe ich sein. Wer ihn braucht, möge sich bei mir melden. Gärtner des Hauses. Aha. Was mache ich jetzt? Kann ich. Ach so, kann ich Munition basteln? Ich kann gar nichts basteln. Regeneriere ich mit der Zeit wenigstens ein bisschen Health? Sieht nicht so aus. Weißt du, das ist halt Bullshit.
Also, ich habe keine Schüsse. Ja, wahrscheinlich wollte ich gerade kaufen gehen, ne? Also lebt das Scheißviech noch und wahrscheinlich hat es jetzt zumindest mal wieder volles Leben. Dann ist es jetzt eigentlich Worst Case. Ja. Boah, hab ich Bock, echt ohne Scheiß. Oh, da ist was aus dem Speichern gewesen. Well then, feel free to peruse. Thank you for your patronage. Tja, das war jetzt nicht nötig, echt. Das war jetzt nicht nötig. Wenn der jetzt wieder volles Leben hat, dann kriege ich den auch mit 10 Flintenschüssen wahrscheinlich nicht down. Okay, er hatte kein volles Leben, wenigstens das. Dann habe ich vielleicht mit dem Munikauf ein bisschen übertrieben. Aufmachen können. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, da oben ist eine Ziege. Die ich aber nicht tot krieg, weil ich zu weit weg bin und ich definitiv keine Shotgun-Munition verwenden will, um die umzuhacken. So, jetzt kommen wir schon mal durch, ich brauche ein Stück Scheiße. Flintenmunition, ey. Okay. So. Jetzt schaue ich noch mal, ob ich da mit einem Dietrich reinkomme. Aber den kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht nach links oder rechts, ich kann gar keinen Dietrich auswählen, okay. So, dann hat sich das auch schon erledigt. Aha, okay. Jetzt mit diesem Rad kann ich dann wahrscheinlich die ganzen Brunnendinger hochheben.
Okay. Hallo? Kann man sich hier runterspringen? Irgendwas, was mich umbringen will, vielleicht. Wie sonst auch immer. Und eine Leiter, okay. Ich habe nicht mal gesehen, dass da eine Tür ist, so dunkel ist das. Ah ja, ich verstehe. Okay. Okay, hier geht's nur weiter. Will ich da durch? Nee, war das zugeschlossen? Hätte ich da raus können vorher? Da kam ich doch her. Naja, okay. Gehen wir hier mal hoch. Ach, stopp, das war ja dieser. Ach, das war das Haus mit dem roten Schornstein, wo die Schreie draus zu hören waren, ne? Will ich das jetzt? Koyo. Sebastian ist wieder reingelaufen. Okay, das lief okay. Habe Mutter zwei Ziegen geopfert. Alles klar. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Mhm. Aha. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. Mhm. Das ist mit Sicherheit. Das ganze drei weitere Teile verstolpern. Okay. Okay, sonst gibt es da anscheinend nichts. Damn it. Better see the Duke again. Da wollte ich jetzt eh hin, weil bei dem Typ ein Speicherpunkt ist. Das
trifft sich dann nämlich ganz gut. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass ich es bei dem Speicherpunkt heute sein lasse. Habe ich da was gehört draußen? Ich da jetzt raus? Hallo? Ist da wer? Will mich jemand umbringen? Oh ja, die Batterien meines Controllers sind beinahe leer. Dann trifft es sich doch eigentlich ganz gut, dass ich beim nächsten Speicherpunkt beim Duke. Ich glaube mal beende. Ah ja, guck, wenn es bei dir auch passt, dann ist es umso besser. Dann würde ich sagen, machen wir da einen Cut. Beziehungsweise, Moment mal ganz kurz. Ihr müsst doch irgendwo. Bin doch auf dem scheiß Friedhof. Hier war doch noch. Brunnen. Oder nicht? Ich schwören können, hier war ein Brunnen. Außer dem, den ich halt gerade. Ach, hier ist auch ein Speicherpunkt. Dann gehe ich gar nicht mehr zum Duke, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt sowieso hier einen stimmt vor mir habe, habe ich verdrängt. Dann mache ich tatsächlich hier einen Cut.